Hier ist nun ein weiterer Versuch, diesen alten M&F-Tender zum Laufen zu bringen. Davon habe ich ja nur genug hier rumliegen. Und der Versuch sieht wie folgt aus. Ich habe also die Schnurscheibe ersetzt. Die rasseligen Kugellager sind durch Gleitlager getauscht worden. Und ich habe hier schon die Motorhalterung untergebracht. Und hier drüben auf der anderen Seite liegt jetzt auch ein Lager. Ich werde das mal so vorsichtig zusammenstecken. Wir haben es also hier, ein gedrehtes Lager für eine ganz normale Wagenachse. Hier ist eben ein Rocco-Zahnrad. Und es lässt sich hier wunderbar die Höhe regulieren. Der Motor wird hier eingeklebt, so wie es schon in der Vergangenheit passiert ist. Und jetzt werde ich hier drüben noch ein Teil bauen, dass ich an der Stelle dann auf dieses Kaderngelenk raufgreifen kann. Die Schwungmasse, die ich drehe, die wird hier an zwei Stellen gelagert. Die wird jetzt wahrscheinlich 6,5 lang sein. Und hier hinten wird jetzt noch eine zweite Lagerschale und Lager gebaut. Ich weiß noch nicht, ob ich da eine A-Abstützung baue oder wieder aus dem MSU-Profil was konstruiere. Und da wird dann diese Achse mit dem zweiten Lager, das ich hier habe, auch in der richtigen Höhe untergebracht. Und ich kann ja noch einstellen. Und dann sind praktisch Schwungmasse und Motor mechanisch entkoppelt. Also ich kann jederzeit den Motor nach hinten rausziehen und ich kann die Schwungmasse so sauber drehen, gleich auf der Achse, dass ich da keine Probleme mehr mitbekomme. Nun habe ich bei diesem Versuchsaufbau also das Lager soweit fertig. Das kann man reinstecken. Ich habe das Zahnrad ein bisschen abgestochen, so dass jetzt hier genügend Platz ist. Die Schwungmasse wurde nochmal auf der Achse überdreht. Jetzt habe ich hinten das Lager. Das ist noch ein bisschen groß. Das will ich noch verkleinern. Und hier ist der zukünftige Mitnehmer. Ich habe also so ein Messingteil gedreht mit einem 4 mm Durchmesser. Ich muss jetzt hier noch die Schlitze einarbeiten und dann könnte ich jetzt den Motor und die Schwungmasse kuppeln. Das werde ich also erst nächstes machen. So, jetzt habe ich diesen kleinen Mitnehmer gemacht und er passt doch auf, hat doch ein bisschen Spiel. Also wie es sein sollte. So, jetzt muss nur gucken, ob ich das auch sauber eingebaut kriege. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Möglicherweise kommt mir gerade in die Danke. Brauche ich das hintere Lager gar nicht? Ach nee, das schlägt. Das schlägt. So sauber läuft diese ganze Mitnehmergeschichte doch nicht. So, ich habe diesen Mitnehmer jetzt also angefertigt. Und er hat genug Spiel. Er läuft natürlich ein bisschen unrund, weil ich dieses Kaderngelenk nicht sauber aufpressen konnte. Ich wollte die Motorwelle auch nicht beschädigen. Ja, und jetzt muss ich mal gucken. Also das Ganze jetzt hier zusammenstecken. Mal gucken, ob ich das Lager noch mal ein bisschen kleiner machen muss. Wahrscheinlich ja. Und dann mal sehen, was daraus wird. Jetzt habe ich das mal zusammengebaut. Das ist alles noch im Versuchsstadium und noch nicht so richtig ausgereift. Ich habe also hier noch mal einen Träger hinten reingelötet. Und auf diesem Träger ist oben ein Wälzlager drauf gelötet. Der Mitnehmer ist jetzt hier noch lose drauf. Und vorne ist das Lager dann eingeklebt worden. Das habe ich also mit diesem, man kennt es ja von mir schon hier, ein Stückchen Papier, den richtigen Abstand hinlegen, 80 Gramm Papier. So, und jetzt läuft das Ganze hier noch ein bisschen trocken, aber man merkt schon,
Es läuft ein wenig nach. So, und jetzt muss ich nur noch den, also abwarten, dass der Klebstoff hier richtig abbindet. Dann muss ich mal gucken, wie ich das Ganze nochmal sauber mache, weil ist ja Lötfett und alles drauf. Und dann heißt das, den Abnehmer hinten aufkleben. Das mache ich mit Sekundenkleber. Also wirklich nur ein Tröpfchen Sekundenkleber. Und ich mache dann hier ein bisschen Papier mit Öl zwischen, so dass ich also nicht mein Lager zuklebe. Und das wäre jetzt ganz dumm. Ja, und dann muss ich zusehen, dass ich den kleinen Motor hier, den 1313, an der richtigen Stelle eingeklebt kriege, so dass er halt genügend Spiel hat. So, und dann, also muss ich wirklich an sie noch hingucken, also dass er nicht so klemmt, sondern dass er wirklich frei sich dreht. Und dann gucken wir mal, wie der Motor läuft. So, jetzt bin ich bei der Montage. Also das läuft leicht, also jetzt nicht wirklich mit Nachlauf, aber es bewegt sich. Das Teil, man sieht also, das Lager ist frei genug. Da sieht man es wirklich. Also es läuft. So, und jetzt muss ich es nur noch, abgewaschen habe ich schon, das ganze Teil auch noch sauber zusammenbauen. So, jetzt habe ich das also mal montiert, sehr vorsichtig abgeschmiert und man stellt fest, dass die Schwungmasse doch erstaunlich lange nachläuft. Ohne einen Tropfen Öl macht es richtig schöne knarzende Geräusche, aber so läuft der Antrieb ganz ordentlich nach. Vielleicht ist es ja von Erfolg gekrönt. Hier ist nun der versuchsweise umgebaute Antrieb mit der entkuppelten Schwungmasse. Man hört doch noch ein deutliches Geräusch. Der läuft jetzt hier mit 12 Volt, also mit einer Geschwindigkeit, die jetzt in der Praxis nicht vorkommt, aber trotzdem bin ich mit der Geräuschkulisse noch nicht zufrieden. Also das erklärt sich einerseits aus diesen Messingzahnrädern, die Schnecken, das ist alles in 70er Jahre Qualität. Wenn ich jetzt runtergehe auf 6 Volt, ist noch ein leichtes Brummen zu hören, das je nach Position stärker oder schwächer wird. Also für einen Kleinserienmodell mit Sound ist das immer noch nichts. Aber die Idee selber ist ausbaufähig. Also ich habe jetzt den Motor eingeklebt. Ich habe ihn beim Einkleben laufen lassen, so dass er sich gleich in die richtige Position bringen konnte, so dass also der Widerstand am geringsten ist. In der Position, ich habe so schon ein bisschen Fett reingemacht, also das ist schon mal besser als die anderen Varianten. Jetzt ist nur noch die große Frage, ob ich dafür eine angemessene Verwendung finde. Also ich werde das Fahrwerk jetzt erstmal beiseite stellen und mal sehen, wie es dann in der Praxis hinter einer G7.1 läuft. Dann davon habe ich ja auch genug und muss mal sehen, ob ich dann jetzt noch eine angemessene Verwendung finde. Also vom Zeitaufwand, den ich bis jetzt in die beiden Fahrwerke investiert habe, der steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Also bin ich wahrscheinlich besser bedient, wenn ich eben die 50 Euro investiere und mir eine G7.1 hole oder eben die Tenderteile als Ersatzteil. Aber es sollte ja ein technischer Versuch sein und der hat insoweit geklappt. Beim nächsten Mal würde ich vielleicht noch eine andere Kuppelstelle benutzen. Also vielleicht zwei Kardangelenke mit einer Kardanwelle beziehungsweise einen Gummischlauch. Und dann würde ich
auch an der Schwungmasse noch ein paar kleine Änderungen vornehmen. Hier habe ich sie ja auf die Welle aufgeklebt mit Loctite, habe sie dann anschließend überdreht, hätte allerdings an den Stirnseiten noch ein bisschen mehr machen sollen. Also dann liefe sie wahrscheinlich noch einen Hauch ruhiger. Gut, das war's dann erstmal. Hier nochmal im Vergleich zu diesem anderen Fahrwerk. Bei diesem anderen Fahrwerk habe ich ja einen alten Modell-Lokomotor eingebaut, hatte die Schwungmasse gedreht und hier mit einem Gummiriemchen den Antrieb, und die Räder sind hier von Gützold. Die laufen also deutlich ruhiger. Ich habe für diesen Tender auch noch Gützold-Räder bestellt und hoffe, dass ich da auch noch ein bisschen mehr Ruhe ins Fahrwerk bekomme. Zu den Fahrgeräuschen bei 6 Volt, das können wir auch noch gleich mal zeigen. Natürlich mal andersrum anklemmen. Also der macht die Geräusche jetzt bei 6 Volt. Das liegt auch zum Teil daran, dass hier die Kugellager weit besser Qualität sind. Und jetzt mal auf 12 Volt aufgezogen. Na gut, da pfeift er auch wie verrückt. Aber grundsätzlich bei 6 Volt ist er doch tatsächlich leiser als dieser Kollege hier. Der hat noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er läuft ein bisschen hart, also als wenn diese Messingzahnräder hier unten noch nicht so perfekt sind. Naja. Okay, also es sind zwei Lösungen. Eine dritte wäre dann noch ein kompletter Eigenbau des Fahrwerks. Werde ich auch noch machen, werde ich auch noch zeigen.